Okay, nachladen. Es kann losgehen. So, erstmal darfst du jetzt hoffentlich mal was treffen. Nice. 5 Schaden. Und hoffentlich tot. Ziel neutralisiert. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Wow, ich hab's jetzt. Ich hab eine Mission geschafft. Oh, sollte es wirklich sein? Nein, okay, das war Zufall, dass ich richtig gelaufen bin. Verlustfrei aber wieder nicht. Ich glaube, ich habe bisher keine Mission verlustfrei geschafft. Kann das sein? Naja. Immerhin mal wieder was gewonnen. Also wir müssen auf jeden Fall Ausrüstung, 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 Ausrüstung. Ich muss dieses Schiff endlich auf Vordermann bringen. Viel zu tun auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob sich das überhaupt noch retten lässt, weil so in die Enge getrieben, wie wir jetzt schon sind. Ich glaube, ich hätte am Anfang wirklich direkt hinter hinterher sein müssen, genau das zu machen, was das Spiel mir sagt und nicht wieder irgendwelchen Scheiß zu machen, der nichts mit dem Spiel zu tun... Okay, eigentlich schon. Aber irgendwelchen Scheiß zu machen, der einem nicht vorgeschlagen wurde. Das Problem ist, ich mache gerne den Scheiß, der mir nicht vorgeschlagen wurde. Optional und... Ah. Optionalen Kram und so. Man könnte ja was verpassen. Gefallen und zweimal befördert. Spezialist. Und ein Ranger wieder. Einer gefallen. Advent, Betäubungspanzerträgerleiche, Soldatenleiche, Sektoidenleiche, Mutonleiche und Gesichtslo... Boah, ist der eklig. Gesichtslosenleiche. Mutonautopsie. Gesichtslosenautopsie. Einst waren die dünnen Männer die fortschrittlichsten Infiltrationseinheiten, die den Aliens zur Verfügung standen. Jetzt haben wir es mit einer Spezies zu tun, die in der Lage ist, die menschliche Form nach Belieben zu imitieren. Und wenn wir wüssten, wie genau sie es schaffen, uns so effektiv zu imitieren, könnten wir vielleicht Wege finden, sie unsererseits zu täuschen. Advent Betäubungspanzerträger Autopsie. Hallo, Commander. Immerhin ist er mal zufrieden. Monatliche Vorratsbelohnungen aus Asien gestiegen, Einnahmen um plus 12 Vorräte erhöht. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ja. Ich hab doch hier noch, genau. Erstmal kann ich hier noch Sachen wegräumen, das hätte ich schon eher machen sollen. Nee, ich will in den Testbereich. Ah, Schädelstecker braucht noch 3 Tage. Wenn Sie einen Schädelstecker brauchen, können wir jederzeit einen bauen. Okay, dann machen wir mal. Forschung. Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung. Technik. Hey, Commander. Gegenstände herstellen. Waffen. Rüstung. Wo ist denn der? Medikit, Blindgranate. Abgeschlossen, Einrichtung, Inventar, Testbereich. Ich frage mich, ob das früher auch so war. Immer in Bereitschaft für den nächsten Kampf zu sein. Man bleibt auf jeden Fall wachsam. Unser Gerät für den Truppen schon Schädelstecker genannt. Einfach gesagt, es ist eine physikalische Schnittstelle. Habe ich schon einen von den Dingern, oder wie? Von den Bar- und Ehrenwand, das Wichtigste überhaupt. Moment, wie viel Vorräte habe ich? 7. Okay, ich kann mal wieder keine. Ich hab mal wieder gar keine Was Soldaten. Kann ich für Sie tun, Commander? Bereit. Gegen. Nee, nicht herstellen. Ich will ansehen. Inventar.
Okay, wir haben ganz viel Kram, aber keinen Schädelstecker. Ich dachte, wir hätten einen hergestellt. 3 Tage. Ach, das können, die können hier mehrere Sachen machen, oder wie? Ah, okay. Dann ist klar. Sehr gut. Aber ich mache hier wieder eine Aufnahmepause. Ich muss noch gucken, was jetzt eben war mit dem Mikrofon muten und allem anderen. Aber wenigstens haben wir mal wieder eine Mission gewonnen, nach 5 oder 6 Mal verloren in Folge. Na, das ist, glaube ich, doch härter, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ja, so gemütlich ein bisschen. Wir empfangen eine ungesicherte Übertragung von so einem Clown namens Van Dorn. Scheint nicht unbedingt ein geeigneter Rekrut für uns zu sein. Van Dorn? Das war jetzt irgendeine Anspielung, oder? Gerüchtiges Widerstands. Schwarzmarkt. Commander, im Widerstand geht das Gerücht um, dass es... Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Avenger berechnet neuen Kurs. Schwarzmarktsuche. Richte deuten auf einen Schwarzmarkt in diesem Gebiet hin. Okay, aber wie gesagt, ich mache jetzt vorher eine Aufnahmepause, bevor ich hier rumscanne. Und ich muss mal gucken, ob das überhaupt machbar ist, das Ganze hier noch irgendwie zu retten. Vor allem, weil wir keine Informationen mehr haben. Ich kann die Mission hier nicht machen, bis ich hierzu Kontakt herstelle. Hierhin Kontakt herstellen kann ich auch nicht. Moment, das sind 60 Vorräte, die das kostet. Das bringt mir. Hä? Ich bin verwirrt. Bringt mir das die Vorräte? Ich weiß es nicht. Egal. Ich mache eine Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. So. Willkommen mal wieder zurück zu XCOM 2, wo es uns immer noch sehr schlecht geht. Wir haben keine Männer, wir haben keine Ausrüstung, wir haben kein Geld, wir haben keine Infos, wir haben fast keine Energie, wir haben gar nichts. Commander, ich benötige mehr Personal fürs Ingenieurteam, bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. Okay, das heißt, in 10 Tagen kann ich wieder Soldaten einstellen. Ups, das wollte ich nicht. Ja, da würde ich sagen, warten wir 10 Tage, ne? Ich meine, mit 2 Leuten werde ich keine Missionen erfüllen können. Ja, das Projekt kriegt immer mehr Striche hinzu, ich weiß. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, wenn ich die Männer dazu hätte. Schädelstecker hergestellt, endlich. Schädelauswertung. Der Schwarzmarkt wurde gefunden, Commander. Sie scheinen bereit zu sein, uns Materialien im Austausch gegen Informationen anzubieten. Sie interessieren sich außerdem auch für den Erwerb aller ungenutzten Objekte, die wir erübrigen können. Der Markt ist offen. Okay. Da kann man gegen... hätten wir jetzt irgendwelche Sachen? Ich kann hier Mist verkaufen. Alien-Legierung, Giftgeschosse, es ist aber alles nicht sehr viel wert, ne? Aber wir haben den Schwarzmarkt jetzt, ja, falls wir ihn brauchen. Ja, und ich brauche immer noch 7 Tage, bis ich hier irgendwas machen kann. Wir könnten aber zurück zum Hauptquartier fahren. Wir müssen unbedingt auch hier wieder Kontakt herstellen und diese Mission abschließen. Irgendwie. Commander, die Aliens lassen nicht nach. Sie betreiben bereits mehrere Einrichtungen auf der ganzen Welt. Uns läuft die Zeit davon. Ja, ich
können vor Lachen. Ich bin nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Ach, das ist dieses komische UFO. So, eins. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Mir ist bewusst, dass Sie in einer schwierigen Situation stecken. Ja, das hast du schon mal gesagt. Die Rückschläge im letzten Monat beunruhigen viele innerhalb des Widerstands. Sie müssen sich deutlich steigern. Alle Informationskosten sind um 100% erhöht. Toll, jetzt muss ich mehr für meine Rekruten zahlen. Avenger berechnet neuen Kurs. Eigentlich will ich 3 Tage. Ach komm. Alien-Trümmer weggeräumt. Weitermachen. 55. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Was hast du denn rausgefunden? Die Tatsache, dass wir nun Zugang zu Gauss-Waffen haben, die effektiv und trotz ihrer Energiewerte sicher im Kampf eingesetzt werden können, ist eine beachtliche Leistung. Der Entwurf basiert grundsätzlich auf der Miniaturisierungstechnologie, die von den Aliens entwickelt wurde und alles übertrifft, was von führenden Militärunternehmen der Erde während der Invasion ausgetüftelt wurde. Trotz unserer begrenzten Möglichkeiten für ausgiebige Schusstests an Bord des Schiffs können wir unseren neuesten Prototypen in einer simulierten Umgebung bereits ein adaptives Legierungsgeschoss auf über 5000 Meter pro Sekunde beschleunigen. Die abschließende Beurteilung steht noch aus, aber es scheint wahrscheinlich, dass der Einsatz der Waffen aufgrund der Dauerbelastung unserer Truppen auf einen geringen Energieschwellenwert beschränkt werden muss. Mehr Schaden. Magnetkanone. Okay. Mach mal hier die gesichtslosen Autopsie. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Eklig. Ich wünsche ihm viel Spaß mit der Matschkreatur. Ich würde es gegenüber nicht zugeben, aber eine Sache vermisse ich noch mehr als meine Laborausrüstung. Die verdammt saftigen Advent-Burger. Ich weiß nicht, wo sie das Fleisch hernehmen und will es auch gar nicht so genau wissen. Das ist die richtige Einstellung. Wir haben 55 Vorräte. Das heißt, ich müsste theoretisch 93, ich greife die hier noch ab. Hallo UFO. Vorratslieferung. Ignorieren. Neues Personal verfügbar. Neue Wissenschaftler, Ingenieure und Rekruten bereit. Ignorieren erstmal. Denn wir müssen jetzt hier den Kontakt wiederherstellen. 30 Informationen. Ja, wo kriege ich denn Informationen her? Ich meine, ich muss... Wir müssen erst Kontakt zum lokalen Widerstand herstellen. Ja, toll. Aber was soll ich jetzt machen? Ich bin gar nicht in der Lage. Ich bin gar nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Ohne Infos. Schwarzmarkt, Osteuropa, Kontakt herstellen, 3 Tage verbleibend. Ja, das bringt mir aber auch nichts. Vor allem, da dieses Gebiet hier zwischendrin ja blockiert ist. An diese ganzen Alien-Einrichtungen komme ich nicht dran. Wir hätten diese eine Mission echt nicht verlieren dürfen. Schädelstecker. Ja, nee, wir müssten einen Schädelstecker haben, oder? Ich habe wieder 4 Soldaten verfügbar. Welche sind das denn? Erschüttert verfügbar. Spezialist, Scharfschütze, Scharfschütze und Grenadier. Ja, ich könnte die Mission auf jeden Fall damit probieren, aber
komme da ja nicht hin. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstände herstellen. Blindgranate. Waffen. Nähtpistole, Splitterkanone. Gaussgewehr. Könnte eine dieser Rüstungen her. Ich glaube, ich stelle auch eine der Rüstungen her. Er hat sich selbst geopfert, um das Schiff zum Fliegen zu bringen. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Es macht zwar noch nicht. Ja, das ist die Frage, wo kriege ich neue Informationen her? Weil. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Frühere Widerstandsberichte bezüglich einer Alien-Kreatur, die zu Gestaltwandlung befähigt sein soll, wurden von den Anführern der Widerstandszellen zunächst als Wahnvorstellung aufgrund von möglichen Belastungsstörungen und Mangelerscheinungen abgetan. Erst als unsere eigenen Truppen es mit dieser Kreatur zu tun bekamen, konnten wir die Existenz dieser Spezies bestätigen. Die Beschreibung dieser Kreatur aus den ersten Berichten stellte sich als überraschend präzise heraus. Die Kreatur misst bis zu 3 Meter und der Gesichtslose besitzt die ungewöhnlichsten inneren Strukturen, die mir je untergekommen sind. Anstelle einer skelettartigen Struktur finden wir eine Reihe verformbarer, chitinartiger Strukturen, die die Ausdehnung mehrerer, ebenso ungewöhnlich flüssiger Membranen ermöglichen. Diese Membranen verleihen dem Gesichtslosen eine außergewöhnliche Fähigkeit, die Gestalt eines Menschen zu kopieren. Durch die Rezirkulation entscheidender Zellkombinationen mittels einer komplexen inneren Struktur kann der Gesichtslose feste Formen annehmen und dabei sowohl Farbe als auch Texturen nachbilden, ohne dafür eine physische Vorlage zu benötigen. Unseren Erkenntnissen zufolge haben die Gesichtslosen bislang ausschließlich Menschen nachgeahmt, jedoch keine andere Spezies oder gar leblose Objekte. Ob dies nun eine Einschränkung ihrer genetischen Struktur oder eine absichtliche Manipulation ihrer Fähigkeiten durch die Aliens ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Boah, bin ich froh, dass ich da durch bin. Ich hasse die Texte von ihm. Neuer Gegenstand verfügbar. Imitationsgerät. Das Imitationsgerät erzeugt eine holographische Attrappe, die feindliche Angriffe für eine Runde auf sich lenkt. Es wird wie eine Granate eingesetzt und einfach zu der Stelle geworfen, an der die Attrappe erscheinen soll. Ah. Muton-Autopsie oder Betäubungslanzenträger? Was ist das denn? Die Advent-Betäubungslanzenträger wurden scheinbar vor dem Hintergrund entworfen, sie in den Stadtzentren zur Wahrung des zivilen Friedens einzusetzen. Obwohl sie Waffen bei sich führen, die auch für nicht tödliche Angriffe ausgelegt sind, deuten jüngste Berichte eine zunehmend aggressive Haltung dieser Einheiten an. Das sieht aber nicht wie eine professionelle Autopsie aus. Sieht eher aus wie, ja, greifen wir mal rein. So, was sind unsere Optionen? Nichts. Können rein gar nichts machen. Ist das korrekt so? Ja, das ist korrekt so. Es sei denn, ich kann hier Informationen kaufen. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Kaufen. Ich kann ja auf jeden Fall Alien-Legierungen kaufen. Für Informationen, die ich nicht habe. Und das kann ich nur für... nicht für Informationen verkaufen. Ach Mann, ey. Dieser Schwarzmarkt ist total... ist total nutzlos. Dieser Markt ist nutzlos. Setze Kurs auf die arktischen Gebiete. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, hier neue Informationen zu bekommen.